studiere Logistikmanagement im 4. Semester jetzt, ab nächste Woche dann im 5. Und ich arbeite bei Expeditors International, das ist eine amerikanische Spedition. Ich arbeite bei Expeditors und da ich im Rahmen des Studiums auch eine Ausbildung zur Speditionskauffrau mache, durchlaufe ich auf der Arbeit jede Abteilung, sodass ich Einblick in alle Produkte, die wir anbieten, bekomme. Das ist Luftfracht, Seefracht, Straßentransport und auch Verzollung. Und da wir ein reiner Dienstleister sind und keine eigenen Flugzeuge oder Schiffe, also keine Assets haben, haben wir einen großen Kontakt zu unseren Kunden, da wir quasi die Vermittlung für die spielen. Und weil wir auch auf der ganzen Welt vertreten sind, haben wir natürlich auch internationale Kunden. Und der Kundenkontakt steht bei uns auf jeden Fall im Vordergrund. Und man wird auch direkt im ersten Ausbildungsjahr bzw. im ersten Semester integriert. Man kriegt Aufgaben zugeteilt, die man erfüllen muss. Also man ist nicht nur zum Kaffeekochen da. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und man ist direkt in der Praxis integriert, sodass man direkt ein Gefühl dafür bekommt, was der Beruf ausmacht. Und es ist nicht nur das reine Studium, sodass man eine gute Verzahnung von Theorie und Praxis hat. Sehr abwechslungsreich. Die EUFH habe ich kennengelernt auf einer Messe in Köln, auf der Spezubi. Und da bin ich dann auch auf den Studiengang und das duale Programm auch mal aufmerksam geworden. Also ich finde besonders gut, dass man auch direkt einen Einblick in die Praxis hat. Man geht ja 3 Monate arbeiten und dann 3 Monate studieren. Und dadurch ist es nicht ganz so trocken und man hat eine Abwechslung, die auf jeden Fall sehr viel Spaß macht. Und wir sind ein relativ kleiner Kurs, sehr unternehmensnah oder dozentennah. Wir haben immer Ansprechpartner bei uns und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.